Hey Leute, lange habt ihr nichts mehr von mir gehört. Ich weiß, ich möchte heute ein bisschen was dazu sagen und dann möchte ich auch nochmal mich für diese schlechte Qualität entschuldigen. Das ist zurzeit leider nicht anders möglich. So, ich setze mich mal kurz richtig hin. Ich ziehe mir das Mikrofon ein bisschen näher ran und dann kann man loslegen. Ja, ich möchte heute mal wieder ein Let's Play mit euch starten, aber mit der Familie Soma natürlich weiter. Das Schick mit Strick Let's Play, ja. Das ist Evergreen Harbor im aktuellen Stand. Ich habe viel gebaut, ich habe mich viel beschäftigt mit Sims und habe viel dazugelernt und habe mal wieder viel Spaß gehabt mit Sims. Ja, hier leben die Somas. Die Laura ist inzwischen Teenagerin, sonst hat sich da nichts geändert. Hier, mein Hund läuft natürlich im Hintergrund rum. Hier lebt die Eva, die ist jetzt Seniorin. Sie hat noch einen kleinen Sohn adoptiert. Da kommen wir gleich zu. Und hier habe ich sonst noch so ein bisschen was. Hier lebt die Familie Förster in meinem, auch so ein Haus, ein Familienhaus habe ich da gebaut. Da ist mein Park aktuell in Entwicklung. Und hier ist komplett fertig. Das ist Final. Das ist so halb. Da wohnt noch niemand. Und das ist noch Ausbau. Ja, ich will halt auch noch nicht direkt fertig sein. Und ja, so sieht das jetzt hier aus. Und wir wollen uns das jetzt mal anschauen. Ja, es kamen keine Videos, weil einfach ich immer wieder versucht gestartet habe aufzunehmen. Entschuldigung, ich musste kurz meinen Hund ein bisschen anmotzen, weil der jetzt hier sonst die ganze Zeit seine Runden gelaufen wäre. So, ja, genau, wir wollen heute ein Umstyling machen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich war dabei, genau, ich habe immer wieder versucht aufzunehmen, aber es hat nicht geklappt, weil die Qualität so schlecht war und dann habe ich mich halt dazu entschieden, nochmal zu warten. Eigentlich wollte ich mir jetzt eine neue Grafikkarte kaufen, dann habe ich mich entschieden, nochmal in die Einstellungen zu gehen und nochmal was zu versuchen. Jetzt habe ich wieder diese schlechtere Qualität, aber ab dem 26. August oder so werde ich dann auch besser aufnehmen können. Und ja, wir wollen uns das jetzt mal angucken. Meine Upload-Tage sind jetzt übrigens immer montags, donnerstags und sonntags. Ja. Genau, und jetzt wollen wir mal loslegen. Ja, hier seht ihr auch schon, ich habe ein bisschen CC. Das ist mein eigenes. Meine eigenen Mods. Mein eigenes Modpack eher gesagt. Und ja, wir machen jetzt erstmal einen Filter rein. Wir wollen nämlich jetzt nur schauen, was es mit Schick mit Strick Neues gibt. Schick mit Strick. Ja, genau, da werden wir natürlich direkt rangehen und das dann bald stricken. Und jetzt wollen wir hier mal schauen. Das finde ich ein bisschen zu locker für die Eva. Ich würde eher das hier nehmen. Ja, das finde ich nicht so schlecht, ja. Ich würde sagen, das könnte man in der Farbe schon nehmen. Und diese kurze Hose passt auch nicht ganz. Ich habe sie noch nicht umgestylt. Das habe ich jetzt extra noch ein bisschen abgewartet, damit ich das mit euch machen kann. Hier haben wir jetzt ja diese beiden neuen Hosen. Ich habe gestern schon ein bisschen reingeguckt. Und so sieht das aus. Ja, das kann man eigentlich machen. So, ja. Ja, ich hatte erst noch geplant, dass ich noch so ein Bungalow als Speedbild mache, aber da hatte ich noch die falschen Einstellungen drin und darum sieht das blöd aus. Jetzt ist auch noch mein Stuhl kaputt und macht jetzt auch die ganze Zeit Knacksgeräusche. Naja, was soll man machen? So ist das hier natürlich jetzt einfach. Ja, oh, es gibt diese neuen coolen Stiefel, die finde ich mega gut gelungen. So, jetzt muss ich mich doch glatt nochmal im Neu hinsetzen, so, damit der Stuhl jetzt nicht mehr so knackst. Ja, ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde, die sind mega gut geworden. Aber die passen auch nicht so gut zu Senioren, muss ich ganz ehrlich sein. Die Uhr ist auf der falschen Seite, oder? Ja, die Uhr ist auf der falschen Seite. Warum gibt es eine Uhr auf dieser Seite? Ich verstehe es nicht. Das. Ist das in Amerika so, dass die Uhr auf der Seite getragen wird? Also, ich trage meine Uhr auf der Seite, wenn ich jetzt von hinten gucke. Verstehe ich nicht ganz, verstehe ich nicht ganz. Ne, muss ich glaube ich auch nicht verstehen. Ja gut, wenn das halt so ist. Ja, guck mal, hier so ein bisschen umstellen, ja. Aber Haare, da wollen wir auch was Neues haben. Da haben wir ja auch wunderschöne neue Frisuren. Oh ja. Da würde ich jetzt auch ganz gerne mal schauen. Wir gehen mal gucken. Ja, wir schauen gleich auch nochmal uns die Sachen von den Kindern an. Ich werde auch bald nochmal eine normale Familie erstellen und noch ein Let's Build dazu machen und dann da die Familie zu erstellen. Und die Frisur finde ich auch wirklich schön. Also die ist wirklich gut geworden. Die weiß ich nicht. Ich weiß, ich finde die irgendwie
das ist wirklich eher so eine Männerfrisur. Aber ist natürlich auch eine schöne Frisur, aber ich finde das irgendwie bei Frauen nicht so schön, auch wenn es schöne Kurzhaarfrisuren in Sims gibt, aber finde ich irgendwie, das ist nicht so. Und das hier, ja, das muss man mögen, aber ich finde, das geht eigentlich auch, aber ist halt auch wieder das Problem, ist halt beides das Gleiche. Und die finde ich irgendwie auch grenzwertig. Also da habe ich schon schönere Kurzhaarfrisuren für Frauen auch gesehen. Die weiß ich nicht. Also ich weiß gar nicht, was ich von der Frisur halten soll. Aber an sich ist die auch ganz cool. Ja, wir schauen uns die jetzt alle mal an. Irgendwo war doch auch ein Fehler in der Frisur. Habe ich recht? War das bei der? Ich glaube, bei der war irgendwie ein Fehler an der Seite. Ja, da haben sie ein bisschen geschlampt. Das hatte ich letztens auch schon in dem Stream gesehen. Da haben die Entwickler ein bisschen geschlampt. Aber das finde ich auch persönlich gar nicht schlimm, weil ich will jetzt auch hier gar nicht kritisieren. Ich kann es selbst nicht besser. Ich kann keine Frisuren erstellen in Sims. Darum will ich jetzt auch gar nichts sagen. Das passiert. Aber finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass man das nicht mehr gemacht hat jetzt. Da wurde dann jetzt wohl nicht schön geguckt. Also da hätte man sich die Frisuren eben besser angucken sollen. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir nehmen jetzt spontan diese hier. Und hier einen Hut gibt es, glaube ich, keine neuen. Ja, es gibt inzwischen auch schon so viele Hüte. Ja, es gibt halt eine neue Mütze, aber mehr auch nicht. Mehr glaube ich auch nicht. Nee. Ja, genau, eine neue Mütze, die kann man stricken. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Entschuldigung. Und dann wollen wir hier mal bei Schick mit Strick gucken. Nee. Auch keine neuen Accessoires. Dann haben wir das. Aber dein Bestreben müssen wir mal ändern. Ich habe mal diesen einen Modus angemacht, dass man alles ändern kann. Denn nee, Familie nicht. Kreativität, genau. Da haben wir jetzt das Königin des Strickens Bestreben. Diesem Sim liegt das Stricken im Blut und nichts wird ihm davon abhalten, die perfekte Strickarbeit zu erschaffen. Und die Merkmale wollen wir ändern, auch wenn es keine neuen gibt, finde ich schade. Aber sie soll ein bisschen kreativ werden und da sie, nee, Einzelgängerin nicht, sie mag ihre Familie gerne. Und nee, faul ist sie nicht, aber sie ist vielleicht ein bisschen tollpatschig. Eine tollpatschige Oma, die ab und zu nochmal über eine Bananenschale stolpert oder sowas. Ja, Eva heißt sie weiter, denke ich, ja. Jetzt machen wir heute aber auch mal ein komplettes Umstyling. Heute ist nur Umstyling, hatte ich mir mal überlegt. Und dann wollen wir uns später nochmal irgendwann genauer das Gameplay anschauen. In der zweiten Folge oder so. Ein Haus haben wir schon. In der zweiten Folge werden wir erst das Haus umbauen. Gibt es grundsätzlich neue Kleider? Ja. Okay. Dann lasse ich das einfach mal so bei Abendkleidung. Damit kann ich nicht leben. Also Sport wird sie selten machen, aber dann passt das nicht. Ja, nee, da würde ich jetzt ganz ehrlich mal kurz was anderes nehmen, ja. Also sie darf ja ruhig eine Sportkleidung haben, aber dann vielleicht sowas Dickeres, damit ihr nicht kalt wird, ja. Weil das wollen wir jetzt natürlich auch nicht, dass ihr kalt wird. Ich glaube, diese Hose hatte sie schon mal, nee, Quatsch, die nehmen wir nicht. Die vielleicht so, ich glaube, die hat der Tim auch an. Also der Tim Soma, das ist ein anderes Sim. Achso, mit dem kam auch immer noch kein Andi-Uni-Folgen. Ja, sorry. Ja, das ist alles durcheinander. Erst wollte ich so viel aufnehmen und dann hat das irgendwie alles nicht hingehauen. Das ist für die Nacht, damit kann ich leben. Eine Brille, ja, das könnte man auch mal machen. Brillen haben meine Sims auch kaum an. Na gut, lasse ich die Brille mal an. Mache ich eigentlich nicht so oft. Ja, oder zur Party hast du noch mal ein bisschen was an. Du musst ja keine alte Oma sein. Das geht ja wohl noch. Haben wir auch eine neue Hose in Schick mit Strick? Oder ist das keine Partyhose? Doch, guck mal hier, dann nimmst du die mit Glitzer. Das finde ich cool. Machst du vielleicht mal andere Haare? Nö. Nö, nö. Jetzt klebe ich hier auch schon an meine... an meiner Tastatur Schutz dran, weil ich ein bisschen schwitze. Achso, ja, das kann auch so bleiben. Ja, warum nicht? Ja, wir schauen einfach mal so ein bisschen durch. Und das finde ich gemütlich. Nee, nicht Tastaturschutzhülle, sondern Tastatur
hier so eine Unterlage für die Tastatur und das ist halt so ein Plastik und dann klebe ich da immer oft dran. So, wir gucken bei dir nicht bei kaltem Wetter, sondern wir schauen jetzt hier einmal ganz normal. Haben Kinder auch neue Schick mit Strickfrisuren? Ich glaube ja. Ja. Also, ihr habt die. Ja, ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Also, ja. Aber die finde ich auch nicht schlecht. Die ist so schön nach hinten gemacht. Welche nehmen wir? Oh, das ist schwer. Ich würde die nehmen, weil die hat halt noch so ein bisschen mehr Muster. Die Frisur könnte irgendwie auch mir gehören. Naja, tut sie nicht. Ein Hut. Gibt es auch bei euch nichts Neues? Nee. Gesicht lassen wir mal so. Nee, Make-up. Nee, bitte nicht. Bei den Kindern machen wir kein Make-up. Das wäre nicht so nett. Wir sind ja nett. Nein, meinetwegen können Kinder Make-up haben. Auch meinetwegen Männer oder Jungs, aber nee. Ich glaube, in Sims geht das gar nicht. Okay, schade. Bin ich blind oder gibt es nur eine Sache zum Stricken? Aber das Schöne ist ja, die Eva wird anfangen zu stricken. Ach nee, er kann ja auch stricken. Stimmt. Ihr beide werdet anfangen zu stricken. Ja, das ist cool, dass Kinder auch stricken können. Dann könnt ihr euch ja die Sachen anziehen. Ja, gut. Haben wir bei dir nichts Neues? Haben wir neue Kombinationen? Nö. Nö. Ich verstehe nicht, warum es bei Kindern so viel so Anzugkram gibt. Das ist mir mal aufgefallen. Also viel mit Anzug und sowas. Ich meine, da gibt es ja selbst bei den Männern in Sims weniger als bei den Kindern. Das ist mir aufgefallen. Das finde ich komisch. Ich finde das aus Elternfreunden irgendwie cool. Ich mag das. Aber das passt besser beim Schlafoutfit. Ich finde das irgendwie cool. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es... Ah, nee, das ist zu schlafanzugmäßig. Das finde ich auch cool, genau. Ja, guck, das passt auch direkt zu deinen Schuhen. Guck. Du bist kein Liebling der Massen, das bist du nicht. Du bist auch kreativ und du bist auch kein Öko-Fanatiker. Du bist auch nur kreativ. Ja, der Bruno. Mhm. Ja, warum nicht? Warum nicht? Aber wenn du schon willst, hier. Dann gebe ich dir mal was Richtiges. Nee, warte mal. Wenn er schon sowas anhaben will, da gibt es noch viel schönere. Sowas zum Beispiel. Das finde ich auch gut. Mhm, diesen Blau. Dann diese Hose dazu. Ja, wenn du schon willst, dann hier. Bitte sehr. Die Brille, finde ich, geht eigentlich voll klar. Beim Sport, ja. Warum nicht? Hat auch was Nachhaltiges. So, hier kommt aber jetzt mein Elternfreund dazu. Ja, da ist er. Und dann wollen wir hier mal gucken. Party. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Katastrophal. Ja, warum nicht? Warum nicht? Oh, dein Mützilein muss weg. Hm? Und vielleicht gibt es mal andere Haare. Dann hast du vielleicht mal die. Ja, warum nicht? Warum nicht? Okay, okay. Nee, komm. Diese Kette machen wir weg. Ja, sorry, aber da hätte ich gern was anderes. Ja, gut. Ja, ist halt auch nur das Winteroutfit. Ja, wir haben auch zwei Tiere. Bei den Tieren gibt es sicherlich nichts Neues. Eine Labradoodle. Das ist kein Labrador, sondern ein Labradoodle. Keine Ahnung, was das ist. Oder ist das ein Labrador? Nein, dann wird da Labrador stehen. Alaskan Malamute. Nee, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Oh, es sind auch so knuffige Tiere. Oh. Ja, nee, komm, wir starten jetzt, würde ich sagen. Ja. Genau. Okay, dann richten wir heute doch noch ein. Ich dachte, Kass braucht ein bisschen länger. So, dann können wir auch mal direkt hier reingehen. Denn da wohnen die Somas aktuell, ja. Und, Eva ist auch schon gestorben. Ich musste die wiederbeleben. Darum, das Haus war mal so schön und da musste ich das neu machen und dann ist das so hässlich, weil ich keine Zeit habe. Jetzt machen wir das nochmal schön. Also das Apartment hat sie und jetzt richten wir das nochmal schön ein. Der Bruno, der war auch mal ein Kleinkind, aber inzwischen ist er auch schon ein Kind. Und die Laura war auch mal ein Kind, jetzt ist sie schon Teenagerin. Ja, wie die Sims nicht alle wachsen. Ja, ich habe viel gespielt, keine Ahnung, 5 Sims-Wochen. Nee, komm. 3 Sims-Jahre bestimmt schon durch, ja. Ja, ich spiele gerne privat auch Sims und das ist einfach mein Speicherstand. Ich habe mir da so viel aufgebaut, aber jetzt spiele ich nicht mehr so viel privat, weil ich jetzt mehr
aufnehme. Warum geht das nicht? Oh, ich dachte gerade schon wieder, verreckt hier jemand. Wie viele Tage hat sie denn noch? Die hat noch viele Tage, ja. Hatte ich nicht die automatische Alterung deaktiviert? Ja, genau. Ich zeige euch mal kurz, wie ich das jetzt gelöst habe, damit die anderen nicht verrecken. Nur der aktive Haushalt altert automatisch. Und die ungespielten Sims sollen automatisch altern. Also die, mit denen ich nie was zu tun habe, weil ich möchte, dass die sterben und so auch. Natürlich diese hier auch alle. Aber natürlich ein bisschen langsamer, weil das sind ja unsere Let's Play-Familien. Und das ist ein bisschen blöd, wenn die immer so schnell wecken. Darum habe ich das ebenso deaktiviert. So, wir verkaufen jetzt mal hier ein bisschen das, ja. Ja, so ein bisschen Elternfreuden. Ich wollte Elternfreuden mit kombinieren. Und ja, so sieht es jetzt aktuell hier aus. Ich finde, die Küche geht klar. Das Wohnzimmer geht ebenfalls klar. Ich finde, das Bad geht eigentlich auch klar. Und das Kinderzimmer geht auch klar. Mit Lampen natürlich. Ja, haben wir da nicht neue Lampen mit Schick, mit Strick? Nein, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Schade, dass wir keine neuen Lampen haben. Ich muss ganz ehrlich sein. Also, was die neuen Objekte angeht, hätte ich mir mehr gewünscht. Hätte ich mir wirklich mehr gewünscht. Naja, ist nur ein Accessoires-Pack. Aber ich finde, also ich hatte mit anderen, also Waschtag, auch wenn Waschtag kleiner ist, bringt wahrscheinlich mehr Abwechslung als jetzt hier. Hier. Schick mit Strick. Sorry. Ich hatte gerade so einen Hänger. Eigentlich kann ich super reden, aber heute irgendwie nicht so, weil ich noch ein bisschen müde bin oder so. Ja, aber ich würde schon sagen, dass wir zwei Schaukelstühle kaufen, oder nicht? Oder nicht? Und für den Jungen einen ohne Lehne. Genau, die Tiere haben auch Futter, was mir auch wichtig ist, dass denen gut geht. Haben die Betten? Nö, haben auch kein Tierbett. Nö, brauchen sie nicht oder sowas. Ja, natürlich brauchen die Tierbetten, ist doch klar. Sind auch Tiere, die leben auch. Ja, genau, ihr bekommt zwei Strickkörbe. Vielleicht bekommt der Kleine den und die Eva den. Haben wir noch ein bisschen Deko für den Tisch? Ja. Genau, wir dekorieren hier heute ein bisschen. Ja, wir haben keine Katzen. Eigentlich hätten Katzen ja besser zugepasst, ne? Ja, schade, dass es mal wieder eine neue Katzeninteraktion gibt. Keine neue Hundeinteraktion, weil ich bin Team Hund und ich bin nicht so der Katzenfan. Was heißt nicht so? Eigentlich mag ich gar keine Katzen. Ja. Nee, ist wirklich so. Weil ich auch ganz kritisch bin, was die Vögel angeht. Aber ich möchte hier auch gar keine Diskussion anfangen. Das war jetzt keine Einladung zur Diskussion. Das war jetzt nur eine kleine Bemerkung am Rande. Ja. So, jetzt müssen wir erstmal was finden. Was ich mega geil finde. Weil beim Bauen muss man ja mal schön aussortieren. Jetzt gibt es die subtile, nicht, dass ich wieder Substile sag, subtile Untertasse in dieser kleinen Version. Und wer kennt es nicht, wer macht die subtile Untertasse nicht auch kleiner immer? Das macht man halt gerne zum Bauen, das finde ich genial, weil ich gehöre irgendwie auch seit neuestem zur Kategorie Bauer. Früher habe ich immer Bauen gehasst und seit neuestem, geil, schon wieder was zum Bauen. Warum sieht das hier so komisch aus, kann ich euch erklären, weil da sind drei Mini-Apartments in einem großen Apartment drin. Und ja, das sind Tiny-Häuser, sozusagen drei Tiny-Häuser in einem großen Tiny-Haus. packen wir jetzt noch Betten rein? Nee, passen nicht, oder? Doch. Nee, Tiere brauchen keine Betten. Doch, Tiere brauchen Betten. Natürlich brauchen Tiere Betten, ist doch klar, aber jetzt brauchen Tiere keine Betten. Ja, wollen wir doch noch mit dem Gameplay starten. So, du kriegst den und du den. Ich will erstmal gucken, wie Kinder stricken können, weil das habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Ja, das möchte ich jetzt echt gerne mal sehen. Können Kinder wirklich stricken? Oh, wehe, jetzt geht das nicht. Oh, geil. Ich will das mal ganz kurz gucken, weil ich habe schon bei den Erwachsenen reingeguckt, aber bei Kindern noch nicht. Dann haben wir gleich ein Vorschaubild. Ich brauche ja auch noch ein Vorschaubild. Stopp! Oh, ist das cool, Leute! Die Kinder, die können jetzt endlich stricken. Oh Mann, ist das so cool. Ich finde, Kinder haben zu wenig Gameplay. Viel zu wenig. Die können nicht mal mit den Hunden, glaube ich, Gassi gehen. Ja, dafür braucht man inzwischen überall Mods. Die können nicht mal mit Fahrrädern fahren. Wobei Kinder eher noch die sind, die aufs Fahrrad gehen als Erwachsene. Ja, so ist es. Die haben E-Räder. Ja, nö, was soll man machen? Wo bist du? Warum ist das ekelig hier? Oh nein, ist ein Tier krank?
Ah, jetzt verstehe ich, warum der so unwohl ist. Ja, stimmt, deine Tiere sind krank. Letztens habe ich Tierarzt-Game. Oh, das backt schon über. Boah, nee, ne? Nee, das ist doch unmöglich. Das geht ja gar nicht, ey. Was ist das denn? Oh, nee. Nee. Oh. Das ist ja heftig. Nee, sorry, ich will jetzt auch gar nicht hier rummeckern, aber... Oh, das ist schon ekelig. Heftig ekelhaft. Und ich habe hier schon ein Tagebuch, weil ich weiß nicht, kann man als Senior, wenn man als Kind schon im Tagebuch immer geschrieben hat, irgendwie als Senior so seine Erinnerungen wieder aufleben lassen und dann irgendwie wieder an seine Kindheit denken? Das würde ich cool finden irgendwie. Oh, ist schon bald fertig. Ey, das ist so cool, Mann. Das Pack ist das geilste Pack der Welt. Nein. Nein, tatsächlich ist es das nicht. Aber ich finde es so cool. Jetzt können die da stricken und diese Schaukelanimation. Nee. Nee, 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 nee. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Geil, 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 geil. Da müssen erstmal Screenshots von gemacht werden. Oh Mann, ist das nicht cool? Cool, 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 cool. Ja, eine kürzere Folge heute. Wir haben ein bisschen Kast gemacht und ein bisschen eingerichtet. Ja, wir machen das im Laufe schöner. Und in der nächsten Folge wollen wir so richtig einsteigen in das Strickbusiness und natürlich auch mit Plopsi verkaufen und Geld machen, weil sie hat nicht gearbeitet. Oder hat sie Rente? Ich glaube, sie kriegt noch nicht mal Rente. Ja. Darum, ja, weil sie nicht gearbeitet hat. Zumindest nicht so richtig. Ich weiß, ist alles ein bisschen durcheinander. Die sind schon als Erwachsene gekommen und so. Ja, ist alles ein bisschen schnell gegangen. Das Leben, der ist schon sehr schnell vorbei. Aber macht nichts, macht nichts. Dafür haben wir ja noch Kinder. Nee, das war's, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mich abonniert. Auch wenn ihr merkt, dass diese Qualität schlecht ist. Bald habe ich 1080p, weil ich eben bald eine neue Grafikkarte habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich im Voraus schon unterstützt und mich auf meinem Weg auf YouTube begleitet. Das würde mich wirklich mega glücklich machen. Und ansonsten lasst ein Like da, lasst kein Dislike da, denn das ist nicht so gut für den YouTube-Algorithmus. Und ja, erstmal vielen Dank dafür, dass ihr bis hier geguckt habt. Und wer das geschafft hat, ganz ehrlich, Gratulation. Wundert mich, dass jemand vielleicht bis hier geguckt hat. Schreibt das echt mal. Ja, genau. Schreibt einen Kommentar, wer bis hier geguckt hat. Das interessiert mich mal. Wie viele von euch bis hier geguckt haben. Und erstmal danke dafür, dass ihr bis hier geguckt habt. Und macht's gut. Habt noch den traumhaften Tag, euer traumhaften Tage. Und bis dann.